Ich bin sehr froh. Wir haben schlecht begonnen. Leider haben wir da das Gegentor bekommen. Trotzdem wussten wir, dass wir das Spiel gewinnen werden. Ich bin sehr zufrieden mit unserem Team Spirit. Niemand kann uns etwas anhaben. Wir sind trotzdem in der Lage, jedes Spiel zu gewinnen. Es kann sein, dass am Saisonende das Torverhältnis entscheidend sein wird. Aber wir spielen noch zu Hause gegen Bormazia Worms. Ich denke, dass dieses Spiel in unserem Zweikampf die Entscheidung bringen wird. Wir sind beide sehr offensiv starke Teams. Es wird ein schöner Fight werden. Ja, da habe ich mich auch direkt beim Teamkollegen entschuldigt. Obwohl ich zweimal getroffen habe und wir gewonnen haben, bin ich wegen der Szene nicht so ganz glücklich. Ich habe in dieser Szene nicht die richtige Entscheidung getroffen, aber ich werde aus meinen Fehlern lernen. Ja, mittlerweile wieder so weit, so gut. Bei den intensiven Belastungen merke ich es dann doch noch in der Lunge brennen, was sich aber auch immer wieder recht schnell legt, was mich dann auch beruhigt. Gerade so hinten raus im Spiel, es war gut, dass es entschieden war zu dem Zeitpunkt, dass man mal einen Gang rausholen konnte, auch durchbeißen und so lange durchziehen, wie es dann halt geht. Also ich muss sagen, mir macht es immer unheimlich Spaß, auf dem Kunstrasen zu spielen, weil der Ball einfach gut läuft und ich habe dementsprechend auch gehofft, dass wir unser Spiel hier aufziehen und auch durchziehen, dass wir mit viel Ballbesitz, guten Passstaffetten halt nach vorne spielen und man hat gemerkt, es hat gut funktioniert, wir hatten Spaß auch gerade über die Seite mit Tempo zu arbeiten und so hatten wir auch immer wieder Phasen, wo wir dann auch mal ruhiger machen konnten und auch mal durchlaufen konnten. Doch schon sehr, muss ich sagen, weil man hatte an sich alles im Griff, wenn man es ordentlich zu Ende gespielt hätte, jetzt auch die letzten Minuten. Ja, gut, ist passiert. Ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel mit einer super Reaktion nach dem Rückstand. Und heute waren halt auch viele Dinge sehr gut, aber man muss auch natürlich über diese Dinge sprechen, die nicht gut gewesen sind. Unnötig, keine Frage. Wir haben aber ein Stück weit drum gebettelt, weil wir einfach nach dem 5-1 nachgelassen haben und haben dann nicht mehr die Meter gemacht, die wichtig sind, waren nicht mehr konsequent im Verteidigen, haben den Gegner kommen lassen, machen lassen und dann in der einen oder anderen Situation Glück gehabt, nicht schon früher das zweite Gegentor bekommen zu haben, heute nicht. Heute war es so, dass die Jungs eine super Reaktion gezeigt haben, dass wir unser Spiel weiter durchgezogen haben, guten Ballbesitz gespielt haben, gute Positionswechsel hatten mit Edis einen, der sehr beweglich gewesen ist, sehr oft anspielbar, mit König, der gut in die Räume reingekommen ist und haben dann schon auch angedeutet, dass wir gefährlich vors Tor kommen und dann mit dem Ausgleich ist natürlich der Glaube noch mal mehr gewachsen und dann das 2-1 und 3-1 gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht hätte es der andere auf der Position auch gemacht. Plan war, Kinchi von der Bank auszubringen, damit wir das Spiel auch stark beenden, dass wir dann nochmal Kinchi bis zum Ende auf dem Platz haben mit voller Power, der hinten heraus vielleicht dann nochmal wichtige Entscheidungen für uns trifft. So ist er reingerutscht. Vielleicht Zufall, ja. Wir hatten das Gleiche schon mal mit dem Sven König. Anscheinend bewirkt es etwas. Ja, ich wusste nicht genau, wie sich's verhält. Wir haben schon überlegt, wahrscheinlich wird nach 70 Minuten der eine oder andere vielleicht die Hand heben, aber der Sven ist ein austrainierter Spieler, der ist topfit, hat dann unter der Woche auch ohne Probleme trainiert. Und mein Kevin Heinz, ja, Kevin ist eine Maschine, der kann das, der kann 90 Minuten rauf und runter brummen und das haben die beiden heute natürlich wieder gut gemacht. Frenz ist immer nah an der Startelf. Jetzt hatten wir mit Jay einen, der einige Tage raus war aus dem Training und Überlegung war einfach dann, Frenz in diesem Spiel reinzubringen, weil er sehr solide ist und wir einfach mit Jay dann nochmal einen haben, den du von der Bank aus bringen kannst, um das Mittelfeld nochmal zu stärken. Also beide wären eine Option. Frenz hat ein sehr, sehr solides, ruhiges Spiel mit einem guten Spielaufbau heute gehabt. Edis hat ein gutes Spiel gemacht, aber es ist wichtig, das zu bestätigen. Nicht nur ein gutes Spiel, es ist wichtig, dass du diese Leistung über mehrere Spiele zeigst. Er mit Robin zusammen im Wechsel auf für 6, das war der Plan, weil wir wussten, dass Wiesbach mit vielen langen Bällen spielt und dann oft auf zweite Bälle gut ist und deswegen brauchen wir zwei, die da Bälle für uns einsammeln und er hat das mit Robin über weite Strecken auch gut gemacht. Im Spielaufbau sollte er sich immer wieder mit einschalten, dass wir einen Dreierspielaufbau spielen. Und insgesamt hat Fischi bis auf 2-3 Aktionen, die mir nicht ganz so gefallen haben, aber ein richtig gutes Spiel gemacht.